Und Sandra Razzun ist uns aus Singapur zugeschaltet. Guten Tag, Frau Razzun. Bringen Sie uns auf den aktuellen Stand. Tag 1 ist vorbei in Neuseeland. Was sind die neuesten Informationen und Hintergründe, die Sie erfahren haben? Im Hauptfokus steht nach wie vor der 28-jährige Australier, der als mutmaßlicher Haupttäter gilt. Er ist heute dem Haftrichter vorgeführt worden. Er wird des Mordes angeklagt. Seine erste Verhandlung findet am 5. April statt. Solange soll er in Untersuchungshaft bleiben. Es werden noch zwei weitere Verdächtige verhört, von denen man noch nicht weiß, ob sie im Zusammenhang mit dieser Tat stehen oder ob sie irgendwelche Beziehungen zu diesem mutmaßlichen Täter haben. Es ist also noch nicht klar, ob es ein Einzeltäter ist oder ob es ein Netzwerk an Komplizen gab. Die Premierministerin hat aber gesagt, es wurden bei dem mutmaßlichen Haupttäter 5 Waffen gefunden. Und hätte man ihn nicht so schnell gefasst, nach 36 Minuten, hätte die große Gefahr bestanden, dass er einfach noch weiter mordend durch die Stadt gefahren wäre. Wie sieht es aus mit den Waffengesetzen in Neuseeland? Die sind 1992 noch mal verschärft worden. Hat Premierministerin Ardern jetzt weitere Konsequenzen diesbezüglich angekündigt? Das hat sie in der Tat. Sie möchte insbesondere die Schnellfeuerwaffen, die halbautomatischen Schnellfeuerwaffen ins Visier nehmen. Der mutmaßliche Hauptverdächtige, der hatte ja 2 davon in seinem Auto gehabt und hat damit um sich geschossen und viele Menschen getötet. Deshalb stehen besonders diese Waffen jetzt im Fokus. Man muss dazu sagen, dass Neuseeland relativ liberale Waffengesetze hat immer noch. So ist es eben möglich, dass auch diese halbautomatischen Waffen erworben werden können und man muss sich dafür noch nicht einmal registrieren lassen. Der Hauptverdächtige hatte übrigens einen Waffenschein und konnte ganz legal Waffen in Neuseeland erwerben. Der Gebrauch von Waffen oder der Besitz von Waffen ist sehr weit verbreitet. Man kann sagen, etwa jeder 4. Neuseeländer hat so eine Waffe. Es gibt eben viele Sportschützen und viele Jäger und auch der Hauptverdächtige war offenbar Mitglied in einem Schützenverein. Aber es besteht eine große Chance, dass Jacinda Ardern jetzt erreichen kann, dass die Waffengesetze eben verschärft werden. Es war in der Vergangenheit nicht so, dass die große Zahl der Waffen zu größeren Problemen geführt hätte. Also ganz im Gegensatz zu den USA gab es in Neuseeland wenige Zwischenfälle. Aber das Bewusstsein wird sich jetzt ganz sicherlich ändern. Keiner der Verdächtigen war der Polizei oder den Geheimdiensten im Vorfeld bekannt. Man hat den Eindruck, der Anschlag traf Neuseeland völlig unvorbereitet. Und andererseits hören wir, dass der Anschlag auch sehr gut vorbereitet gewesen sein soll. Was haben die Behörden oder haben die Behörden irgendetwas übersehen? Das fragt sich die Polizei, das fragen sich die Sicherheitsbehörden hier natürlich auch. Sie haben gesagt, wir müssen ganz genau hinschauen, ob wir da irgendetwas übersehen haben. Jacinda Ardern, die Premierministerin, hat gesagt, natürlich können wir nicht ausschließen, dass es auch Rechtsextreme hier in Neuseeland gab. Aber es gab eben keinerlei Hinweise darauf, dass sich dieser Verdächtige in irgendeiner Form auf diese Tat vorbereitet. Und er hat sich darauf vorbereitet, insgesamt fast 2 Jahre, so heißt es eben. Aber man muss auch sagen, es gibt kaum ein geringes Problembewusstsein in Neuseeland. Das stellt man da immer wieder fest. Viele Menschen haben das Gefühl, man ist doch so etwas abseits vom Weltgeschehen, geografisch, aber eben auch politisch. Und eine Muslima, die sagte gestern, wir sind doch eigentlich das Land, in dem man schlafen geht und vergisst, dass draußen an der Haustür noch der Schlüssel steckt. Also das beschreibt so ein bisschen die Mentalität, die in Neuseeland vorherrscht. Und das könnte sich aber nun auch ganz deutlich ändern. Wir haben bei vielen Drehreisen auch festgestellt, dass es bei Inlandsflügen am Flughafen noch nicht einmal Sicherheitskontrollen gibt. Also man hat sich da sehr in Sicherheit gewogen und es könnte sein, dass sich das jetzt doch ein wenig ändert. Vielen Dank für diese Informationen, Sandra Razzun.